Geschichten aus Sachsen-Anhalt. Immer sonntags bei MDR Sachsen-Anhalt. Ach, Herr Hensch, hier. Ah, Herr Müller? Ja. Schön, dass wir uns kennenlernen. Ich habe Sie doch schon gesehen am Mikrofon, dass Sie hier angekommen sind. Ich muss sagen, ich bin schon begeistert gewesen, als ich ankam. Ich bin natürlich vom Bahnhof dann mit der elektrischen hier rüber und kaum an der Elbe angekommen, habe ich gesehen, was für ein toller Anblick jetzt der neue Stadtpark bietet bei Ihnen hier. Sie haben ja wirklich geklotzt, muss man sagen. Ja, diese großartige neue Halle und der Aussichtsturm, da muss ich nachher übrigens unbedingt noch rein. Im Moment sehe ich, ist da gerade eine Riesenschlange. Ja, auf jeden Fall. Das sind also diese Bauten, diese Stadthalle. In 5 Monaten hat hier Johannes Göderitz hier einen Entwurf gemacht. Das ist ja extravagant. Die ist ja mit 100 mal 50 Meter ein Saal mit 4000 Plätzen. Ein bauhistorischer Höhepunkt in der neuen Entwicklung des Bauens. Also da lade ich Sie auf jeden Fall ein. Zum Abschlusskonzert ist ja da noch von Kurt Mahler eine Sinfonie und dann natürlich auf den Turm. Aber zum Sektrestaurant gehen wir vielleicht so nachmittags mal hoch. Jetzt gehen wir vielleicht mal eine Runde übers Gelände und zeige ich Ihnen mal, was sich hier entwickelt hat. Kinder haben sie ja nicht, sonst hier vorne wäre ja gleich noch ein Kinderbewahrraum. Pass auf, da kommt gerade ein Radfahrer. Also es ist ja schon unglaublich, wenn ich jetzt hier stehe und den Blick schweifen lasse. So viel Trubel, so viel Buden, so viel Unterhaltung. Ich weiß gar nicht, wo soll ich überhaupt zuerst hingehen? Ja, wenn wir jetzt hier auf den großen Ehrenhof stehen, der wirklich ein gigantisches Ausmaß hat mit der wunderschönen Fontäne in der Mitte. Lassen wir uns doch hier einfach rechts lang runtergehen, dass wir bei Halle 1 anfangen und dann arbeiten wir uns einmal ringsrum um das Gelände. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, eine Theaterausstellung für Magdeburg herzuholen? Ich hatte gedacht, jetzt ist die Zeit reif, hier auch mal was für den Geist zu machen. Es gab ja schon 1893 in Wien eine Theaterstellung und 1910 in Berlin. Ursprünglich war ja schon geplant, dass wir diese Theaterstellung 1926 machen. Nachdem wir Albin Müller aus Darmstadt geholt hatten, der war ja auch mal kurzzeitig Lehrer in Magdeburg, hat sich abgezeichnet, dass es nicht zu schaffen ist. Und man hat gesagt, denn lieber Qualität und um ein Jahr verschieben. Wie ist es denn mit den Kosten? Hatten Sie da Probleme mit dem Oberbürgermeister? Natürlich, Stadträte, alle waren natürlich erstmal skeptisch, das ist immer eine Geldfrage. Aber der Oberbürgermeister Beims war eigentlich gleich ein begeisterter Mitstreiter, der das also unterstützt hat. Und dann hat also die Ausstellungsgesellschaft das Zepter übernommen und hat also diese Pläne entworfen. Man ist deutschlandweit rumgereist und hat geguckt, was man ausstellen könnte, wem kann man mit ins Boot holen. Es sind ja insgesamt über 200 Vorträge und Kongresse aus Berlin. Die Staatsoper wird herkommen. Es gibt aus Paris Besuch, die also hier Orchesteraufführungen vorführen. Es gibt verschiedene Ballettinszenierungen aus ganz Deutschland. Also es gibt ein großes, buntes Rahmenprogramm. Wenn ich jetzt hier umherlaufe, so viel Menschen, so viel Trubel. Ich habe mich nachher noch mit einem Kollegen verabredet. Können Sie mir einen Tipp geben, wo trifft man sich am besten oder wie finde ich ihn? Wenn wir jetzt hier umdrehen, da sehen Sie hier den Laden 4, das Verkaufsbüro. Und da liegt das Treffbuch. Dort trägt man sich ein. Um 15 Uhr stehe ich an der Fontäne und dann kommt der Nächste und guckt, ah Mensch, dann gehe ich mal zur Fontäne. Lassen Sie uns erstmal zunächst in die Halle 1 hineingehen. Dort ist erstmal die Geschichte des Theaters, die Entwicklung des Theaters dargestellt in verschiedenen Ebenen. Boah, das war aber jetzt sehr lange und sehr dunkel in den Hallen. Lassen Sie uns wieder draußen ein bisschen Richtung Mittagssee vielleicht gehen. Da sehen Sie ja schon den Adolf-Mittersee. In der Mitte fällt Ihnen vielleicht auf, eine schwimmende Bühne. Wir haben also keine Mühen und Kosten gescheut. In Kürze geht hier gleich eine kleine Vorführung eines Chores los. Ich bedanke mich erstmal bei Ihnen, Herr Müller. Ja, Sie sind immer gern gesehen. Wir haben ja noch bis September geöffnet. Vielleicht kommen Sie einfach nochmal wieder. Geschichten aus Sachsen-Anhalt. Immer sonntags bei MDR Sachsen-Anhalt. Und jederzeit in der kostenlosen ARD-Audiothek-App.